Ein Ton. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Papers, Please. Schauen wir mal, wo waren wir denn? Ich glaube, das hier, 27.04. Immer weniger Arbeitsplätze, 115 Credits, 4 Familienmitglieder, 0 Medaillen, Wohnung C8 fortsetzen. Okay, schauen wir mal. Immer weniger Arbeitsplätze, Einwanderer nehmen Einheimischen die Arbeit weg. Vince Lestrade in Christine verhaftet, Starläufer war wahrscheinlich Täter. Okay. Okay. Ministerium von Grenzschutz, Inspektor des Ministeriums für Arbeit, ein Sonderprogramm zur Kontrolle, Werktätigung von Immigranten. Personen, die zwecks Aufnahme einer Werktätigkeit anreisen wollen, haben einen gültigen Arbeitsausweis vorzulegen. Okay, immer weniger. Okay, Arbeitsausweis. Jupp. Mal gucken, wie sieht der Ausweis für Inländer? Der sieht so aus. Einreisegenehmigung sieht so aus. Muss gesiegelt sein. Und der Arbeitsausweis sieht so aus. Okay. Okay, okay. Gut. So, ein Arbeitsausweis. Sie möchte arbeiten. Einige Monate. Francesca Rutz-Dip-Dip-Dip-Fit bis 1.2.83. Nummer stimmt, Arbeit 2 Monate. Einige Monate, ja, okay. Ich würde sagen, das stimmt so. Arbeit 6 Monate stimmt, 18.12. stimmt, es könnte sie sein, Pass gilt auch noch und die Nummer stimmt auch. Ein Mann namens Dari Ludum hat mir meine Schwester arbeiten lassen. Ich fürchte, er nimmt mir den Pass weg und zwingt mich, auf den Strich zu gehen. Er ist heute in der Schlange. Bitte tun Sie etwas. Okay. Ich glaube, da fehlt die Einreisegenehmigung, ne? Fehlt doch die Einreisegenehmigung. Wie kann ich das denn jetzt nochmal? Ach so, hier. Okay. Oh, toll. Ist noch gültig. Ein Jahr, sagt sie. Bleibt ein ganzes Jahr. Okay. Passnummer. Stimmt auch. Und Tanel Marekop Novava. Okay, das scheint alles zu stimmen. Dari Ludum. Okay. Marek Bruno, einige Tage, kommt nur durch. Transit, 2 Tage, stimmt. Nummer stimmt, männlich. Ja.
Brauchst leider eine Einreisegenehmigung. Alexis Levin, Besuch 2 Monate, da steht aber Arbeit. Aha, okay. Vermessungsurkunde, okay. Scheint alles zu stimmen. Mist. Aha, keine Übereinstimmung. Zehnter, achter. Ich wüsste nicht, warum ich das ablehnen soll, aber mache ich einfach mal. So, habt ihr auch deinen Pass gestempelt? Ups. Arbeit, Aufenthalt, 90 Tage. Also ein Jahr und 90 Tage, das ist ein Unterschied, sagen wir mal hier, ne? Und ich bleibe ein Jahr, okay. Charles Morgan, Fischerei. Und die Nummer stimmt auch und das Bild sieht ihm auch ähnlich. Papiere bitte. Transit. Einige Tage. 10.12.82. 83, Dominik Waurensk. Scheint alles zu stimmen. Also da stimmt schon das Foto nicht hier. Okay. Was? Na, großartig. Die frieren alle, also sparen wir mal an der Nahrung diesmal. Wieder Angriff auf Grenzübergang. Selbstmordattentäter überwindet Sicherheitskontrolle. Clubtänzerin in Gristin tot aufgefunden. Ups. Ah. Nicht gut. Herr Stocker, Ministerium für Grenzschutz, offizielle Depesche. Um die Abfertigung zu beschleunigen, wurde ein Suchscannersystem in Ihrer Kabine installiert. Kolechische Extremisten stehen im Verdacht, für die Bombenanschlag von gestrigen Tage verantwortlich zu sein. Suchen Sie alle Kolechen, bevor Sie die Einreise genehmigen. Okay. Gleichen Sie die relevanten Absätze der Vorschriften mit den falschen Daten ab, um Zugriff auf weitere Optionen zu bekommen. Okay. Vergleichen Sie entdeckte Waffen und Schmugglergut mit den Vorschriften ab. Okay. Okay. Meine Fresse. Aha. Alle Kollegen werden durchsucht.
Okay. Cool. Das sieht aus 2 Monate und die beiden Sachen sind auch gültig. Okay. Sarah Agel. Okay. Es gibt gleich wieder Proteste. Transit. 2 Tage, Eric Anzo stimmt und die Zahl hier stimmt auch. Gut. Daniel Nackblatt, einwandern. Einwanderung unbegrenzt. Die Nummer stimmt, ist gültig. 7.11.82, das ist leider abgelaufen, du. Sorry. So, die 24.04. Parisiner, 6.05.83. Und das scheint alles zu stimmen. Jesper Madsen? Ist die männlich? Sieht nicht männlich aus. Also im Pass steht es richtig, okay. Okay. Durchreise 2 Tage. Okay. Mandaniwa Ferdovic. Oh, warum ist immer irgendwas stimmt hier immer nicht? Kolechien, okay. Transit einige Tage, 12.12. Das stimmt alles, okay. Jessen Hildebrand stimmt auch. Aber er ist ein Koleche. Und das heißt, wir sollen den durchsuchen hier. Oh, was ist das? Er will arbeiten. Und bleibt 90 Tage, 3 Monate Arbeit, Nummer stimmt, ist gültig. Shadi Safadi, okay. Shadi Safadi, der Zahnarzt, bis 1.3., okay. Oh nein! Es war ein Koleche. Durchreise in ein anderes Land, da musst du aber einen Pass haben hier, einige Tage. Wow. Boris Tschibowski,
2 Wochen Transit ist gültig, ist gültig. Skoleche. Müssen wir wieder scannen. Hat nichts dabei, sehr gut. Okay, interessante Frisur, Ferris. Geburtsdatum stimmt überein. 1,60 kommt auch hin. Lukas Leblonwitsch. Okay. Pass ungültig, ausstellende Stadt. Okay. Ich will zu meinem Mann ziehen. Einwanderung unbegrenzt. Olga Gwintnitschnitschnia. Vereinigte Föderation. 22.12. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Okay. Na gut. Kolechischer Staatschef legt Beschwerde ein. Durchsuchung an der Grenze ohne rechtliche Grundlage. War klar. Ein Diplomat wird heute gesprochen. Das automatische Durchsuchen von Bürgern Kolechiens ist nicht länger autorisiert. Diplomaten benötigen zur Anreise nur einen Pass und eine gültige diplomatische Akkreditierung. Aktualisierte Informationen zu den entsprechenden Dokumenten finden Sie in den Vorschriften. Okay. Wird immer mehr hier. Diplomatische Akkreditierung. Arstotschka, C. Stimmt Maritschka, Rovri Vetschkiva. Transit. Aha. Die sind beide noch gültig. Die Nummer stimmt überein. Lyle Conway stimmt auch. Okay. Ah, er wieder. Weißt du was? Ich lasse den einfach durch. Ups. Komme hier nur durch für einige Tage. Okay, das ist gültig, das ist gültig. Kumishida, Kumishida. Und die Nummer stimmt nicht überein. Tut mir ja leid, aber ist wohl so.
Bus. Der Orden erwartet mich. Okay. Roxanne Paschowka, 25.10.27. Besuch 3 Monate, okay. 9.12. ist gültig, ist auch gültig und die Nummer stimmt überein. Da, da Kostov 8 und X und so 24.11.82. Tut mir leid, der Pass ist abgelaufen. Drecks kommen. Warum kommt mir das bekannt vor? Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum mir das bekannt vorkommt. Drecks kommen. Freunde besuchen für 30 Tage, 24. Das stimmt auch überein. Lauren, Prosimenskova. Stimmt alles überein, sehr gut. Ja, ungültig ausstellende Stadt. Aha, 8 Wochen. Arbeit stimmt. Die Zahlen stimmt, das Datum stimmt, das Datum stimmt. Okay. Okay, aber das ist nicht der gleiche Typ. Okay. Würde ich sagen. Die ist hier, um zu arbeiten. Einige Monate. Okay, Produktion ist nicht abgelaufen. Solvic Janel. Isaac Danilo, Einwanderung unbegrenzt, ist noch gültig und die Nummer stimmt auch. Stimmt, ist noch gültig, ist auch gültig.
Alexi Karemini. Ja. Cool. Mit Tab-Stempelbalken ein- und aushauen. Okay. Friert, friert, friert. Dann sparen wir diesmal Nahrung. So, sehr schön. Hochrangiger Koleche ist aristotelischer Spion. Also missgemeldet, wahrscheinlich tot. Okay. Puh, 1. Dezember. Ein verdeckt operierender Agent des Ministeriums für Information ist enttarnt worden. Das Ministerium für Grenzschutz hat seine Dienste als Vermittler angeboten. Mehr dazu später am heutigen Tage. Okay. Ist also alles normal hier heute. Kalensk. Aha. Die haben gesagt, ich kriege einen guten Posten und dann schicken die mich hierher. Das ist dann also der Dank. Jetzt verdiene ich so gut wie nichts. Als ob die anderen hier mehr verdienen. Ja, aber jetzt pass mal auf. Ich kriege einen kleinen Bonus, wenn du Leute einbuchtest. Je mehr du einbuchtest, desto mehr kriege ich. Aber fair ist es nicht, oder? Du solltest auch was kriegen. Also werde ich dieses kleine Problem lösen. Für jeweils 2 Leute, die du einbuchtest, kriegst du 5 Credits von meinem Bonus. Klingt für mich nach einem guten Geschäft. Du kriegst dein Geld, sobald die mich bezahlt haben. Machen wir das Beste draus. So. Brauchst einen Pass? Visatanon, Tivat Visatanon. Okay, die Passnummer passt auch und das ist beides gültig. Sehr gut. Besuch. 30 Tage, 14.12. ist noch nicht Alexandr Sutzki. Wird mir hier als männlich angezeigt. Okay. Vorbehaltliche Erteilung einer Einreisegenehmigung für den souveränen Staatsarzt Stachka. Ja, okay. Vanessa Ricarte gültig, sehr gut. Durchreise 14 Tage. Stimmt ja noch nicht mal der Name überein hier. Kein Alias bekannt.
Cool, Geld. Okay. Gültig. Wie Fingerabdrücke nicht laut Akten? Was? Das hat doch übereingestimmt, komisch. Drax Corman. Paradiesner, 6.9.84. Aristotschka ist ein großes Land in der Hand einer korrupten Führung. Der Krieg hat die Regierung gierig und paranoid gemacht, davon konnten sie sich selbst überzeugen. Helfen Sie uns, Aristotschka von seinen Ketten zu befreien. Der Orden des Sterns von Enik. Meine Güte. Oh Mann, Mann, Mann. Siebte, siebte, 61 und der Pass ist gültig. Sehr gut. Ungültiger Distrikt. Oh. Arbeit. Bleibe ein Jahr. Wo ist die Arbeitsgenehmigung? Wie keine? Habe ich verloren? Ja, das tut mir ja jetzt leid. Desjardins, Michaela. Transit. 2 Tage. Stimmt. Eugen Kudnitsky. Okay, stimmt, ist gültig. Beides gültig. Da, wieder ein Tag geschafft. Der Sohn ist krank und braucht Medikamente. Kabine verbessern. Okay, Kabine verbessern für 5. Für 5 ist gut, ja. So. Kommt da denn jetzt? Also, Zeilen für den Besuch legen Sie bestmögliches Verhalten an den Tag. Okay, gut, dann würde ich sagen, war es das wieder für heute und dann geht's nächsten Freitag weiter. Bis denn und like, subscribe, diesen ganzen Scheiß. Bis denn.